Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Es geht in dieser Tarotlegung darum, wie denkt er, dass du zu ihm stehst? Das schaue ich mir an. Es muss nicht sein, dass du wirklich so zu ihm stehst, aber wie schätzt er das ein? Wie glaubt er, dass du zu ihm stehst? Wie du denkst über ihn, wie du fühlst? Welche Handlungsschritte von dir auf ihn zukommen. Das schau ich mir an. Bin schon sehr, sehr gespannt. Gut. Ich lege mit dem Paulina-Tarot und ich freue mich sehr drauf. Gut. Als allererstes schaue ich mal überhaupt, wie eure Situation ist. Okay? Damit du weißt, ob du eventuell mit dabei bist. Ihr halt immer wieder Informationen darüber, dass vielleicht das eine oder andere nicht resoniert. Ich möchte an dieser Stelle betonen, das ist normal. Dies ist eine kollektive Kartenlegung. Das kann in keinem Fall eine persönliche Kartenlegung ersetzen, soll es auch gar nicht. Daher holt er einfach die Infos, nimmt er die Infos mit, die dich inspirieren. Schau, ob du mit dabei bist. Es ist ganz normal, auch wenn du nicht dabei bist. Okay? Das sei nur an dieser Stelle gesagt. Ich sage es eh immer wieder, aber anscheinend kommt es bei manchen Menschen einfach nicht an, dass auf YouTube keine persönliche Kartenlegung sein kann. Ja? Also, ich kann schon. Legung wie ein Video machen für jemanden persönlich, ja, aber dann ist es eben nicht für alle, beziehungsweise die, die sich da wiederfinden, ja. Gut, das war mir nur mal wichtig gesagt haben. Ich muss da immer wieder schmunzeln, wann so Kommentare kommen, das zeigt mir, dass gar nicht genau zugehört wird von manchen Menschen. Gut. Ich spreche übrigens aus der Sicht einer Frau, wenn du ein Mann bist, sei so lieb und trage es entsprechend um. Ganz lieben und herzlichen Dank. Wie ist eure Situation? Da hat es gekracht. Für dich hat es gekracht. Und du hast jetzt so deine Zweifel. Der Turm, die Königin der Münzen, du warst um deinen Wert, um deinen Status, kommt er so durch. Du bist in dir erfüllt, du weißt um deine Werte, du weißt, was du einbringst und du hast mit den zwei der Schwertern, die jetzt ein Stück weit schon verschlossen, beziehungsweise vielleicht hast du noch eine zweite Option in Sachen Liebe, es geht um die Liebe hier, oder aber, und das ist für die meisten, die da sich wiederfinden, es ist so eine Energie des Zweifels. Wie zwei der Schwerter, ja. Was ist denn da los gewesen, das so gekracht hat für dich? Da ist einiges zusammengebrochen, ja. Der Turm. Danke für dein Abo, für dein Like, fürs Teilen von meinem Kanal, für den Kommentar. Ich freue mich voll. Die Leichtigkeit ist für dich zusammengebrochen. Die Leichtigkeit. Und du findest dich in einer Situation bei euch wieder, wo du weißt, wo du spürst, es wird eine Entscheidung getroffen. Mit dem Verstand, analytisch.
Sie ist ihr Stück weit zurück, emotional. Fühlst du überhaupt nicht wohl. Du fühlst dich in eurer Verbindung im Mangel. Es ist ein Gefühl der Unsicherheit da. Und du machst dir Sorgen, entweder, dass die Verbindung in den Verlust geht oder, weißt du, dass du eben nicht in der Erfüllung bist, dass du nicht wertgeschätzt wirst, dass du nicht ernst genommen wirst, das ist, kommt auch noch durch. Das sind Karten. Das, ich habe jetzt gefragt, okay, was, das, was nicht wertgeschätzt wird. Und zwar deine ganze Kraft und Pracht. Du Liebe, du Lieber, hier liegt die Sonne, die Herrscherin und die Kraft. Dass das, was du bist, wunderschön, klug, sexy, erfüllt, reich im Sinne von bereichernd, Herzenskraft, diese Kraft, Erotik, Sexiness, Strahlkraft, energiereich, die Sonne, die Herrscherin und die Kraft, das sind meine Karten. Dass das nicht gesehen wird, entweder oder nicht wertgeschätzt wird. Da war was, da ist was zusammengebrochen, wo jetzt ein Zweifeln ist, eine Unsicherheit, eine Sorge, eine Befürchtung mit dem Neuen der Schwertern, ja. Dass das, was du da entfaltet hast, weißt du, was du zeigst, die Kraft, die Energie, nicht wertschätzend behandelt wird, die Wertigkeit nicht da ist von deinem Gegenüber. Also da ist echt der Blitz eingeschlagen. Wenn du dich da wieder findest, dann bleib sehr, sehr gern dran. Wie schätzt dich dein Gegenüber ein, wie du zu ihm stehst? Wie du über ihn denkst, wie du fühlst? Und wie schätzt er ein, wie du handelst? Ihm gegenüber natürlich, gell? Es gibt da eine Fortsetzung übrigens und da schauen wir dann ihn an. Wie steht er zu dir? Wie fühlt er? Und was sind mögliche Handlungsschritte und was ist ein Rat der Karten, ein Impuls der Karten an dich? Das gibt es in der Fortsetzung. Link findest du in der Infobox, einfach unter dem Video auf Mehr klicken. Und dann öffnet sich die Infobox und dann findest du den Link als auch meine Homepage. Falls du mal persönliche Kartenlegung interessiert bei mir. Wie meint er, wie schätzt er ein, dass du zu ihm stehst? Es hat sich schon ein bisschen was gezeigt, wie es wirklich so mal in dir ausschaut, was gewisse Dinge mit dir gemacht haben, wo du gerade stehst. Und wie schätzt er das ein? Dein Gegenüber. Gott. Wie schätzt er ein, dass du zu ihm stehst, wie du ihn denkst, was du fühlst und mögliche Handlungsschritte? Das heißt nicht, dass es so ist, gell? Achtung.
Wie schätzt er ein, dass du über ihn denkst? Na, Plätzchen. Wie schätzt er deine Gedanken ein? Oh ja, fast ihm gegenüber. Wie du denkst über ihn. Dass dir das gar nicht gefällt, was da abgeht. Dass du... Er denkt... Dass du zu ihm geistig so stehst, dass dein gutes Herz verletzt ist durch egoistische Worte, dass du über ihn mal so denkst. Er denkt, dass du diese ungesunde Energie, dass du dich davon entfernst, dass da was sehr verletzend war und dass du schwankst. So schätzt du dich ein, gedanklich, ja? Die interessieren irgendwelche Spielchen nicht. Du entfernst dich, der Teufel, 5 Schwerter, ich meine, das ist schon Nummer. Und die 6 Schwerter. Du entfernst dich von Energien, die einfach ungesund sind, egoistisch sind. Da entfernst du dich, und zwar im Geiste. Findest du einfach nicht prickelnd, nicht toll. Und dass du schwankst. Dass du sehr in Gedanken bei dir bist, bei deiner Wertigkeit, Münzkönigin und Kelchkönigin. Dass du weißt, du liebst, aber auch dich. Und dass du schwankst, die 2 der Münzen. Im Herzen, vom Gefühl her. Wie meint er, dass du ihm gegenüber fühlst? Er meint, dass du vom Gefühl her dich abgrenzt. Warum? Weil du traurig bist. Er meint, dass du schon Gefühle hast für ihn, aber dass du dich jetzt abgrenzt, weil du über etwas, was in der Vergangenheit geschehen ist, sehr, sehr traurig bist. Die 5 der Kelche, Gehängter und die 7 Stäbe, ja. Und die 8 Münzen, ja, also dass du richtig dran arbeitest, dass du sagst, so pass auf, so schätzt er ein, dass du gefühlsmäßig ihm gegenüberstehst, dass du Grenzen setzt. Von den möglichen Handlungsschritten, bevor wir in die Fortsetzung gehen, wir ihn anschauen, wie er zu dir steht. Er schätzt dich so ein, dass du von den Taten, hochinteressant, eine Energie hast ihm gegenüber, dass etwas zum Abschluss kommt. Der Hierophant, die Welt und die 10 Schwerter. Ich schaue jetzt mal, was er meint, was du zum Abschluss bringst.
Was meint er, was du zum Abschluss bringst? Dass du stillhältst? Er meint, dass du zum Abschluss bringst von den Handlungen, dass du stillhältst. Achterschwert, da siehst du da diese gefesselten, gebundenen Hände und diese Augenbinde, dass er meint von der Tat her, dass du das zu Ende bringst. Dass du wegschaust, dass du nichts tust. Wie meint er, dass du handelst? Ich weiß nicht, in welcher Konstellation ihr seid, nur er sieht dich als Single, als frank und freie Frau. Wenn du sagst, du bist in einer Partnerschaft, dann meint er, dass du auch so handeln könntest, dass du dich als Single siehst, entweder in Gesprächen, Diskussionen mit ihm gehst oder dass du von der Handlung her dich umschaust oder offen bist für andere Verehrer, dass er quasi Konkurrenz kriegt. Ich schaue mal, ob es eine Diskussion ist. Oder? Oder? Er meint, er schätzt dich so ein, dass du so handelst, dass du dementsprechend handelst, was du möchtest. Die 10 der Münzen und das Asterkelche, du möchtest eine bereichernde Partnerschaft. So schätzt er dich ein und so handelst du. Und wenn das da mit ihm nicht läuft, dann bist du offen für andere Kandidaten. So schätzt er dich ein, denn du, so meint er, möchtest und bist bereit, auch in die Handlung zu gehen für eine solide, dauerhafte, bereichernde, offizielle Partnerschaft, voll Liebe, Asterkelche, 10 Münzen. Sehr, sehr, sehr spannend. Ich gehe jetzt in die Fortsetzung, vielleicht sehen wir uns ja dort, hat mich sehr, sehr gefreut. Ansonsten pass gut auf dich auf. Bis bald. Viel Segen für dich, Stella.